Eine Verletzung im Kniegelenk kann bei dem Patienten zu einer Störung der Mobilität führen. IGTV wollte von PD Dr. Reinhold Laun, Chefarzt der Unfallchirurgie im Vivantes Neukölln, wissen, welches die Ursachen sein können. Das Kniegelenk ist das größte Gelenk des menschlichen Körpers. Anatomisch und biomechanisch wird es aus zwei Gelenken gebildet, nämlich dem Gelenk zwischen dem Oberschenkelknochen und dem Unterschenkel, dem Femorotibialgelenk und dem Oberschenkelknochen und der Kniescheibe, dem Femoropatellargelenk. Das Kniegelenk bildet eine komplexe funktionelle Einheit aus bindegewebigen Strukturen, den Kreuzbändern, vorderem und hinterem Kreuzband, den Seitenbändern, den knöchernen Strukturen, die ich gerade erwähnt habe, aber auch den neuromuskulären Strukturen, Gefäßnervenbündel und den Weichteilen um das Kniegelenk herum. Störungen können durch akute Verletzungen, zum Beispiel durch einen Bruch eines kniegelenknahen Knochenteiles, der Kniescheibe bei einem Sturz auf das gebeugte Knie, aber auch durch Riss von Bändern, zum Beispiel dem Kreuzbandriss oder dem Seitenbandriss entstehen. Aber besonders im höheren Alter imponiert der Kniegelenksverschleiß, das heißt die Arthrose, das Aufbrauchen des knorpeligen, innenliegenden Gelenküberzuges, der dann zu Schmerzen führt. Schmerzen im Kniegelenk sind das Leitsymptom sowohl für Störungen des Bandapparates, der Knochen als auch der degenerativen Verschleißerscheinungen. Alles zusammen führt zu einer komplexen Störung des Bewegungsablaufes des Beines, damit zu einer eingeschränkten Gehfähigkeit und zu einem im Endstadium oder akut bei einer schweren Verletzung Verlust der Mobilität des Patienten. Wie ist die Vorgehensweise bei einer solchen Verletzung? Das Kniegelenk wird körperlich untersucht. Diese Untersuchung beginnt in der Regel mit der Befragung des Patienten, indem man sich schildern lässt, wo das Problem ist, wo er den maximalen Schmerz fühlt, was tatsächlich zu dieser Problematik geführt hat. Danach beginnt die körperliche Untersuchung, indem man sich das Kniegelenk anschaut, wo bestehen Schwellungen, wo bestehen Hautveränderungen, ist die Haut verletzt, ist die Haut offen bei einer frischen Fraktur oder gibt es einen Erguss, was zu einer Schwellung des Kniegelenkes führt. Das kann man im Seitenvergleich mit dem gesunden Kniegelenk sehen. Sehr gut untersuchen. Danach beginnt die Betastung des Kniegelenkes, wie zum Beispiel die Kniescheibe in Relation sich zu den Oberschenkelrollen verhält. Auch da kann man die Gegenseite heranziehen, um Veränderungen der gesunden zur verletzten oder veränderten Seite festzustellen. Es gibt vielfältigste Funktionstests, um zum Beispiel die Seitenbänder, die Kreuzbänder, aber auch Menisken zu untersuchen. Wenn diese körperliche Untersuchung, die dann mit einem Abschluss der Pulse und der Oberflächensensibilität zu Ende kommt, wird dann die Röntgendiagnostik in der Regel in zwei Ebenen angeschlossen. Die Kniescheibe wird in Spezialaufnahmen in dreifacher Fertigung geröntgt und wenn diese Befunde vorliegen, kann man darüber entscheiden, ob man noch eine erweiterte Schnittbildgebung, zum Beispiel mittels Computertomographie oder mittels Magnetresonanztomographie, anschließt. Im Falle einer starken Verletzung mit teilweise oder gänzlich zerstörter Knochenstruktur im Kniegelenk muss eine Versorgung mittels endoprothetischer Gelenkstrukturen erfolgen. Dr. Tschuchardar erläutert die drei Möglichkeiten. Schwerste degenerative Veränderungen im Kniegelenk sind mit starken Schmerzen verbunden. Wenn die Schmerzen für den Patienten nicht mehr erträglich sind, wählt er gemeinsam mit uns die endoprothetische Versorgung des Kniegelenkes. Das heißt, wir bauen dem Patienten ein künstliches Kniegelenk ein. Je nach Schaden im Knie haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können einmal nur den Oberflächenersatz endoprothetisch ersetzen. Wir sprechen dann von einer Oberflächenersatzprothese. Liegt gleichzeitig zu der Knochen- und Knorpelerkrankung eine Erkrankung oder ein Fehlen der Kreuzbänder vor, werden wir eine teilgekoppelte Endoprothese wählen. Wenn nicht nur der Knochen, der Knorpel, sondern auch alle Bänder instabil sind, dann brauchen wir eine stabile Knieprothese und dann wählt man eine sogenannte Scharnierprothese, die stabilisiert das Knie dann vollständig selbst. Wie kann sich der Patient ein solches Gelenk vorstellen und welche Stabilität bietet es? Bei der reinen Oberflächenersatzprothese ersetzen wir lediglich die Oberflächen sowohl im Oberschenkelbereich als auch im Unterschenkelbereich.
Die beiden Komponenten sind nicht miteinander verbunden. Bei der teilgekoppelten Kniegelenksendoprothese haben wir im Bereich des Kunststoff-Inlays einen Zapfen, der in die Oberschenkelkomponente eingreift und eine Seitstabilität bringt. Brauchen wir noch mehr Stabilität, haben wir dann die großen Scharnierprothesen zur Verfügung, die sich vollständig in alle Raumrichtungen selber zentrieren und stabilisieren.